Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Wir werden mal uns nochmal umschauen auf den ganzen Kontinenten nochmal. Bevor wir das machen, werden wir jetzt erstmal wieder uns vorbereiten. Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ablegen. Tun wir mit Citrobeere. Sam. Genau. Rest kann bleiben. Okay. Schatzbox haben wir nicht drin, ne? Ne, okay. Erdbeben ist auch ganz gut. Vielleicht sollten wir mal bei ihm was kaufen. Vielleicht tötet ihn das. Schade. Nochmal. Okay, warte mal, perfekte Äpfel könnten wir noch holen. Ups. Was hat er noch an Fundstücke? Ach so. Nö, die brauchen wir nicht. So. Gangama-Kaffee war jetzt keiner, ne? Der jetzt verbinden wollte, ne? Nee, okay. Dennoch schaue ich mir jetzt bei den anderen Kontinenten nochmal um. An Jobs haben wir jetzt im Nebelkontinent noch 5. Eine Felshöhle wäre als nächstes. Den Eis. Nee, warte mal, den würde. Nee, Eiswasserfall kommt als nächstes. Den See der Erkenntnis und dann Felshöhle. Vielleicht machen Sie mal Felshöhle vor. Machen Sie der Erkenntnis zum Schluss. So. Oh, hier haben wir auch noch reichlich zu tun. Das wird auch noch ein Spaß. Wasserkontinent 93%. Ich glaube, hier wird auch noch was kommen. Definitiv. Aber das soll jetzt unser Problem jetzt nicht sein. Sondern schauen wir uns jetzt erstmal im Windkontinent um. Ob wir da jemanden finden. Möglicherweise gibt es noch ein paar, die verbinden wollen. Deswegen schaue ich nochmal. Vereinzelt müsste es noch welche geben. Deswegen gucke ich jetzt nochmal. Nee. Hier auf jeden Fall nicht. Nebelkontinent ist wahrscheinlich. Aber ich denke mal, im Sandkontinent wird definitiv noch jemand sein.
Okay. Okay, dann nicht. Sandkontinent Ramal. Aber ein Haufen Auftraggeber. Oh. Wir haben einen guten Text, so. Sag ich ja. Hier haben wir noch die Trüerkrog. Super. Dann müssten wir mit denen allen fertig sein. Gut. Dann ist das hier voll, genau. Mit Gekleon müssen wir irgendwie noch verbunden werden. Aber eins nach den anderen, würde ich sagen. Gut. Viel mehr ist ja auch nicht mehr so richtig, ne? Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Ich will mal ganz kurz was gucken. Mysteriöses Meer. Die Sturminsel haben wir freigeschaltet, okay. Ich will mal kurz zum Baum des Lebens. Mal gucken. Dachte mit Xerneas wäre noch was. Aber anscheinend nicht. Dann gehen wir jetzt zum Nebelkontinent wieder und machen weiter mit den Jobs. Kontinent. Felshöhle sehe ich hier, ja. 12 und 13. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich sogar zweimal hingehen, wie ich gerade sehe. Ja, müssen wir mal schauen, wie denn gehabt habt wird. Felshöhle. Da können wir mit unserem normalen Team hingehen, würde ich sagen. Ja, Milo hat damit. So. So, zweite Chance nehmen wir mit. Wie gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie gucken. Weil andererseits sollten wir eine verschlossene Tür finden. Auf Ebene 12, unter Ebene 12. Und auf der anderen Seite sollten wir bis unter Ebene 13 vordringen.
Mal gucken, wie das Spiel jetzt reagiert. Das würde mich jetzt interessieren. So, brauchen wir nicht. Also ich gehe mal... Ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass wir zweimal jetzt hingehen müssen. Gott. Fassungsorb. So, Reduzorb, Plosivsamen brauchen wir nicht. Unterebene 2. Ebene 3. Boah, das hätte gut ein Monsterraum sein können, ne? Plosivsamen brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Fassungsorb. Punktlander mitgenommen. Und Ebene 4. Autsch. Hätte nicht unbedingt sein müssen jetzt. Da hätten wir jetzt auch gerade ein bisschen Pech gehabt, ehrlich gesagt. Fallimmunität, Seerorb, Fassungsorb. Braucht keine Sau. Weiter. Okay. Ein kampfunfähiges Pokémon. Ja, gut. Kombi-Experte. Wobei... Treffer wahrscheinlich von des Trägers. Ja, gut. Ja, hier kommen wir ganz gut durch. Da haben wir ein Kindwurm. Okay. Ah, okay. 130. Unter Ebene 7. Oh, jetzt wird es dunkel. Stärke plus X. Einschüchterer. Da haben wir Goldbaum wahrscheinlich. Ja, ich auch. Protein. Ja.
Abgesang. Ich hasse diese Attacke. Er auch, ne? Ja. Schlaforb, Strahlorb. Könnten wir beides mal mitnehmen. Da ist er. Tockenseife nehmen wir auf uns. So, unter ihm eine 8. Gut, 9. Eben eine 10. Effektivschlag. So. Standhaftigkeit. Melo, Level 49. Melo, Melo. Standhaftigkeit, zack. Oh. Hier ist ein Dieb anwesend anscheinend. Ball, Rasierblatt, da machst du mal hier eine Eruption. Nochmal. So. Nein, du hast mich eingeholt, aber was soll's, ich trage es mit Fassung. Als Wiedergutmachung gebe ich meine schwarze Perle. Oder lieber doch nicht. Okay. Kapell zum Kroink. 180 Punkte. Ich hasse Abgesang. Abgesang ist so die beschissenste Attacke, die du haben kannst. Ach, huch. War jetzt gerade nicht. Ganz bei Sinn gerade. So.
Apfel. Luchsohren können wir mitnehmen. Ach so. Und dem eine 12. Hier ist die versperrte Tür. Mann, warum gibt's denn diese Scheißattacke? Die ist so nervig. So. Gut. So, die Frage ist, ob wir jetzt weitermachen dürfen oder nicht. Der neuen Ohren. Möchtest du den Dungeon verlassen? Ja, okay, dann müssen wir verlassen. Das hilft uns nichts. Den Schleinsumpf. Punkte. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen, leider. Das ist ein blöder Zufall jetzt gewesen, aber egal. Und jetzt haben wir 500 Punkte. 500 Pokémon, ne? 504. Geil. So. Hier sind zwei neue Jobs entstanden. Gladiantri. Grotte der Schulung. Ich soll gegen Gladiantri kämpfen. Das könnte man zum Schluss machen. Dann haben wir gegen Slime und Irokix. Wen haben wir da oben? Hut. Bis dann bis zur letzten Ebene vordringen. Ein Schleimsumpf. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal hin. So. Wieder unnötigen Ballast wegwerfen. Ablegen, meinte ich damit. Die Items. Belebersabben. Hitzekoller. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal hin. Geht ja leider nicht anders. Oder wir machen das im nächsten Part und machen jetzt erstmal den Wasserkontinent. Ja, dann machen wir das. Es sind ja schon 25 Minuten. Das werden wir zeitlich jetzt nicht hinkriegen. Ja.
Dann machen wir das so. Genau. Gut, Grotte der Schulung müssen wir hin. Melo, Melo, Melo. Gehen wir weiter. Ah, ist ein Drache ohne mich, ne? Ah, okay. Ebene 2. Eine hübsche Box. Sinebeere, zweite Chance, nehmen wir mit. Wobei wir jetzt hier keine Probleme haben werden, denke ich. So. So. Nochmal. So. Haben wir geschafft. Das ist noch nicht alles. Mit Iro-Keks sind wir verbunden, okay. Zwanzig Punkte. Wow. Das war. Ja. Sind immerhin 40 Punkte. Ja. So, schauen wir mal, was als nächstes ist. Gar nichts weiter, okay. Was mit Ammonitas und Slamok ist, werden wir dann wahrscheinlich später sehen. Das sind wahrscheinlich Shops, die wir erst freischalten müssen. Joa. Okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Macht das gut, haut rein, Leute, und ciao!